MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo Leute, Folge 3. Ach, guck mal, der Tuni hat hier alles schön sortiert. Meine Rakete ist leider nicht mehr, achso, ja, hallo Tuni. Hi. Ja, meine Rakete ist leider nicht mehr aufgetaucht. hier, aber ansonsten, wir wollten nämlich eigentlich schön sammeln so und alles, was wir so gebaut haben, irgendwann mal so in, naja, gut. Heute machen wir irgendwas, was fliegt, ne? Oh ja. Dann wolltest du den Hindernisparcours noch aufbauen. Ja gut, das ist eigentlich schnell gemacht, ne? So ein Tor. War ja hier so Platsch. Alter, guck mal, wie der Golli da drauf hat. Mal eben, zack. Ja gut, da wird mein Teil aber nicht durchpassen. Mein Teil. Ja, dein Teil passt da schon durch. Mach dir mal keine Sorgen. Ich habe Leute über dein Teil reden hören. Und es waren keine Frauen. Ach so? Ja. Okay, zurück zum Text. Ja, kommen wir dann, ja, Parcours-Ding sollte ja dann nicht so wild sein. Vielleicht machen wir das in der nächsten Folge, dann müssen wir gucken, weil ich denke, wir werden ja schon ein bisschen Zeit benötigen hier, ne? Ja, hier auf jeden Fall. Zu Dingsbumsen. Meine ganzen Blueprints habe ich jetzt hier auch schon an der Wand befestigt, also es wird nicht einfach, das Projekt, das, so viel sei gesagt. Wird eine Nummer. Würdest du jetzt bitte gehen? Danke. Ach übrigens, was ich noch fragen wollte. Hier weg mit deinem Hammer. Klatsch. Jo, berechenbar. Ja, ja, ist ja gut. Okay, jo. Los geht's hier. Ganz große Kunst wieder. Ich hab mir mal wieder nichts überlegt. Aber, es wird gut. Nein. Absolut nicht. Ist Metall eigentlich, ja, Heavy White. Okay, tatsächlich, ne? Ja. Und auch jetzt mal... Das ist Medium, wer hat das Ding gemacht? Ob ich baue das Ding aus. Ach nee, das ist doch scheiße. Einer muss es tun. Ja, die Arschkarte. So, eins, zwei, jetzt das Toilettchen drauf. Okay, ich bin fertig, wir können loslegen. Oh, das ging ja. So, ich schwebe, ich schwebe. Nein, okay. Wohl nicht. Das Problem wird sein, die Truster alle zu steuern. Wir haben gerade schon mal ganz kurz darüber geredet. Der Tuni hat das vor, hier über das Ding hier, über die Gelenkdinger zu regeln. Ich eigentlich nicht. Ja, mal gucken. Bin noch nicht so ganz... Ganz so überzeugt. Ich bin noch nicht so sicher, ob das alles so klappt. Beziehungsweise habe ich gar keine Vorstellung. Ja gut, dann wird es auch klappen, ne? Fakt ist, wir brauchen erstmal hier das. Achso, bewertet wird wieder nach den üblichen Kriterien. Ja, machen wir eh nie. Also passt das, wir nehmen die üblichen Kriterien. Es ist ja Bauchgefühl. Oder die Zuschauer machen was. Okay, ich habe schon mal einen Sessel gebaut. Das ist schon mal die halbe Miete. Okay, wir sind uns einig, ich brauche also 36 Truster, um vom Boden abzuheben. Nein, 36 nicht, aber ein paar braucht man schon, ne? Ja. Einfach. Ja. So. So, ja. Truster sind bei uns irgendwie recht beliebt, kann das sein? Ja, anders kommt sie ja auch nicht. Jetzt kommt sie nicht dran vorbei, ne?
Passen wäre dann. Fertig, können wir? Hm? Ist fertig? Fertig? Na, Quatsch, nein. Ja, aber einer. Find ich gar nicht mal so. Und man doch hier. Ich nicht ganz gleichmäßig jetzt das ganze Gedöns, aber weil ja, weil passt da nicht so. Aber alles gut. Das hier. Oh. Aha. Noch besser. Ebenfalls. Ah. Klappt nur nicht so, wie ich mir das vorstelle. Wollte ich hören. Du bist ja Kumpel durch und durch, ne? Nein. Wegen dem Sitz. Schade. Ist das eigentlich auch so ein T-Stück? Bei den Rohren? Nee, ne? Was? Hör mal. So. Egal. Ja. Scheiße. Ach guck mal, mit den Shorts kann man aber dann machen. Ach guck. Nicht so schlecht, mein lieber Gesangsverein. Oh nein. Oh ja. Du zieht das zurecht.
Bitte? Nee, alles gut. Das war sehr komisch. Ist wieder dein plumper Versuch, mich zu verunsichern, oder? Ja, war der nicht so gut, so plump. Ziemlich. So. Entschuldigung. Okay. Da müssen wir nur noch die Turbinen anbringen. Die werden wir wahrscheinlich nicht hier anbringen können, richtig? Will ich das schon, aber anders. Ah, habe ich mir gedacht, dass ich gedacht habe, als ich gedacht habe, das eh so machen will. Gucken, wie das Turbinen hier so reinbauen möchte. Ich werde noch eine vergehen. Ups. So. So war mein Plan. Wenn das denn halbwegs reinpasst. Nur halbwegs. Das ist sogar wunderbar. So war mein Plan. Und wie tief ist der jetzt drin? Noch eine Etage. Egal, nein, wir lassen das erstmal. Schwupp, schwupp. 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 Schwupp habe ich auch, oder? Mal ein bisschen weiter weg mit meinem. Eine ordentliche Standfläche. Möchtest du? Ah, ich muss mal ein bisschen weiter weg. Ich habe keine Ebene, das Seiten. Ja, auch nicht verdient. Würden jetzt viele der Zuschauer sagen. Niemals! Niemals verdient? So, ja, jetzt weiß ich, wo ich verblieben bin. Leute, das sieht alles so easy aus, aber das ist hier ganz große Mühe, ne? Ich möchte an der Stelle mal erwähnen, ich genau weiß, wie hier einige lachend da zu Hause sitzen und sagen, ne. Das ist die Farbe, das ist hier nicht so ein. Hey, vielleicht sogar noch schwieriger. Ja. So wollte ich jetzt nicht übertreiben. Ist was dran. Ihr seht es, ich lege sehr viel Wert diesmal auch auf Aussehen. Auf Schnickschnack. Folge wird ein bisschen länger dauern, fürchte ich. Ja, ich denke auch. Aber gut, das ist. Wir machen das, was hier die Menschheit sich Jahrtausende versucht hat. Wir wollen fliegen. Wir machen das mal eben so ganz nebenbei. Ja, viele glauben jetzt vielleicht auch, ach ja, ihr macht das ja eh hauptberuflich. Nein. Der Tuni war mal eine Zeit lang Raketentechniker, das stimmt schon. Das wird ihm mit Sicherheit auch jetzt helfen, aber... Ah, aber... Das war eher privat. Kim Jong-un hat mich gefeuert. Ja? Ach so. Okay. Akustisch hab ich jetzt gerade. So, und die anderen, die sollen nämlich dann, so der Plan, hierhin. Wenn ihr immer so doof lacht, ne, dann ist das meistens kein gutes Zeichen für die Menschheit. Alles gut. Oh. Ja, doch, das ist perfekt.
Würde jetzt gerne. Kann ich nicht draufbauen. Jetzt hier mal. Okay, jetzt kommt die Feinabstimmung. Stimmung. Du. Als ob. Ja, Feinabstimmung. Alles auf Maximum, gib ihn. Ja. Ach, die. Ja. Ja, das, ich habe noch niemals die Truster verbunden. Das ist ja, schon wieder fast fertig. Also quasi. So läuft das hier nicht. Ah, stopp! Okay. Und die fängt nochmal von neu an, weil das Ding weggeflogen ist. Nicht mehr viel gefehlt, bin ich ehrlich. Okay. Jetzt wollte ich eigentlich hier was machen, was dafür sorgt, dass es Dingsbums. Okay, das hat nicht gar nicht geklappt. Falsch rum. Ja. Okay, ja. Ging doch noch. Scheiße, ey. Oh, zu. Ja, diesmal werde ich keinen Design-Award gewinnen, es geht eher um Funktionalität, glaube ich. Ja, jetzt wo du merkst, dass du voll versagst, ne? Auf Design wird heute doppelt Wert übrigens gelegt. Okay. Leid. Tut mir leid, dir das sagen zu müssen. Nein, natürlich. Also es tut mir nicht leid. Ach, du weißt. So. Ja, genau, jetzt wollte ich hier komplett von meinem. Wollte jetzt eigentlich. Kann man das machen, dass sich Blöcke komplett bewegen? Sind wir am 90 Grad? Wie kriegt man das hin? Was meinst du? Wie kriege ich es hin, dass ich Sachen. Dein Garagentor zum Beispiel, wie hast du das geschafft, dass das offen ging? Das habe ich doch über einen Controller gemacht. Du hast doch auch einfach nur, sage ich mal, mehrere Kisten in so einen Schraub oder Bearing, ne? In so einen. Genau, und dann hast du die Rotation eingestellt und das Ganze dann halt über, ich glaube, wir hatten einen Button oder einen Switch, ich weiß nicht mehr genau. Aber nicht mit einem Motor oder doch, ein Motor braucht ohne Motor? Ich will ja nichts sagen, aber funktioniert. Bitte? Funktioniert. Ich verstehe es nicht, was? Es funktioniert gerade bei mir. Es funktioniert gerade bei mir. Sehr erfreut. Den Switch kann ich nicht an Räder basteln. Hey, den hast du vorher an Controller gepackt. Controller. Switch zum Controller und
ja nicht klappen. So. Eins, er ist die Zwei. Warum gibt er mir schon hier vor? Ja. Hoch. Rot. Okay. 90. Wo würde ich sagen? Sinn. Aber bräuchte ich sogar. Ah, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Station. Blöd für Rotation. Wieder was besonders Schwieriges auf. Einfach nur, dass sich eine Tür öffnet. Aber das ging doch mit dem Controller und dazu halten irgendein Trigger-Mechanismus, was den Controller dann den Befehl gibt, mach 90 Grad das oder sowas. Ja, habe ich ja, habe ich gemacht, aber er macht keine, er bewegt sich nicht. Motor braucht er nicht, ne? Nee, aber du hast natürlich auch so ein Bearing-Tool reingesetzt, ne? Ja. Hab ich wohl getan. Darf der nicht auf dem Lift sein? Kann natürlich auch sein, muss mal runtersetzen. Irgendwas bewegt sich jetzt. Na toll. Ah, ich war die ganze Zeit richtig. Das geht nicht, weil er hier auf so einem Scheißtool ist. Blöd. Ja, jetzt bin ich natürlich besiegbar, wo ich das alles auch noch kann. Für die Zukunft unbesiegbar. Nicht heute. War das die letzte Folge war? Ja. So will ich das haben. So mag der Papa das. So, wenn ich das jetzt hier noch mit dem Fahrersitz verbinden kann. Oh Gott, ich ahne Böses. Ich möchte ja auch hier zumachen können, ne?
So will ich das haben. Ja. 1A. Uni wird so weinen, ey. Kaufen wird das wollen. So sieht es nämlich. Richtig. Wieder Toll. sagen, was? Was? Teil. Ich würde sagen, haha. An das Problem des Fliegens habe ich mich noch gar nicht rangewagt. Also. Also heute steht bei dir definitiv der Design im Vordergrund. Ja, nee, das Cockpit ist fertig und alles. Aber die Thruster sind ja auch schon da. Das ist ja schon. Ne? Aber nee. Alles andere noch nicht. Kommt aber jetzt. Und zwar werde ich das auch über Controller machen, denke ich. Gebaut hier. Egal, komm. Ich könnte ja vorne die Scheibe noch mal rausmachen. Soll es so reichen? Bearings können. Ich doch mit Bearings gar nicht. Bearings gar nicht hin. Ja, mit Dings mal. Hilfe! Nein! Was tust du? Warum tust du es? Missglück! Okay, das Dach. Nur leider wieder abbauen. Er mag Dächer. So will ich das Hörbar. auch nicht. So. Passt wieder. Leicht vorne. Genau, dann bauen. Aber tatsächlich so funktioniert. Links, rechts. Vorwärts, rückwärts? Nee, wir kriegen nur hoch runter, kriegen wir wahrscheinlich hin, ne? Links, rechts kriegen wir doch aber auch noch hin. Links bedienen, rechts bedienen. Irgendwie, Toni. Das wird hart. Na gut, wir haben ja auch gesagt, das ist kein Kindergeburtstag hier. Knüppelhahn. Kann ich denn beim Lenken den Thrustern sagen? Ja, der macht nur Gas, Gas, ne? Ihm ist egal, in welche Richtung, richtig? So, du meinst, dass man den vielleicht noch separat regeln kann? Dass man sagen kann, links lenken ist, wenn ich nach links drücke und. Ja, doch, das habe ich hingekriegt. Ja? Aber nicht nur über die Lenkung, ne? Sondern mit Controllern oder wie hast du es gemacht? Ich habe, warte mal, wie habe ich das gemacht? Wo ist denn mein Wire-Tool? Ich habe ein Knickgelenk gesetzt, was ich über das Lenkrad steuere. Und dann auf diesem Knickgelenk habe ich quasi drei Thruster gesetzt übereinander und die sind aber mit einem Switch verbunden. Das heißt, ich zündere den Switch, das gibt mir dann den Vorschub und dann kann ich über die Lenkung und dieser Achse halt die Lenkung bestimmen. Wenn ich nichts mache, fährt er geradeaus oder halt ich suche mir eine Richtung aus. Natürlich. Die Thruster ganz auf niedrig stellt. Gibt das Ding dann noch ab? Das ist immer die Frage, ne? Wäre geil, wenn man erreichen kann, dass er wirklich so einen automatischen Schwebemodus hat.
Ja, da bin ich auch am Tüfteln. Bin momentan dabei, wirklich jeden Thruster immer einzeln hoch und runter zu stellen, bis ich irgendwann den perfekten Modus habe. Okay, den muss noch höher, aber das ist zu viel. Das ist zum Beispiel zu wenig. Die ja schon mal was. Oder muss ich auf zwei, auf eine. Das wird richtig interessant. Aber ich glaube, es wird erst in der nächsten Folge interessant. Ja, ich denke auch. Wir müssten mal so ein kleines Päuschen machen. Also, nächste Folge, wieder zu viel. Ja, nächste Folge wird ja richtig am Fliegen gearbeitet, zumindest bei mir. Beim Tuni glaube ich auch. Ich sehe, guck mal, ich sehe die Connections, die er da, die Connectivities, die ist ganz woanders hingelaufen, glaube ich. Es wird interessant. Seid nächste Folge wieder dabei. Macht's gut. Tuni? Ciao. Ja. Tschüss.